Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Die Dorfbesuche gehen weiter. Ich habe das in dieser Woche ja schon angekündigt, dass ich weitere Folgen davon drehen muss, weil das doch ein bisschen zu viel geworden ist. Wir hauen auch sofort rein. Beim Laurenz, ein Rathaus 9er hier. Wir gucken uns seine Base einmal an. Er ist sicherlich noch nicht so lange Rathaus 9, denn wir sehen schon einiges, ist aber schon hoch an Dev. Und so ein bisschen müssen die Helden auch unbedingt hoch. Diese Kanone hätte ich jetzt nicht unbedingt priorisiert. Aber die Base sieht sonst ganz in Ordnung aus. Wie gesagt, die Helden solltest du in jedem Fall immer ein bisschen mit zu deiner Base angleichen. Also ich würde jetzt erstmal mit den X-Bogen Stopp machen. Zieh erstmal die Helden so auf 15, bevor du da wieder was machst. Und man sieht, dass euer Bogenschützenturm geht hoch, 22 Truppen, auch in Ordnung. Das ist Must-Have für RH9. Und von den Truppen her ist das top. Wie gesagt, sicherlich noch nicht so super lang auf dem Rathausniveau, aber er macht hier genau das Richtige. Er macht hier nämlich die Kampf- und CK-Truppen hoch, Valkyre. Die Hockrider sind noch auf 4, ich denke mal. Die werden in jedem Fall auf 5 laufen. Der Golem auch schon auf 3. Loons auf 6, auch sehr gut. Und auch die Hunde auf 2. Das ist natürlich krass. Luftangriffe RH9 Bereich immer wieder gut. Also gefällt mir gut hier das Dorf und ist absolut in Ordnung. Tolle Geschichte. Ich denke mal, ja, die ist auch schon 30. Alles super. Also mag ich so ein bisschen Mauermuffel, aber da sehe ich jetzt gerne mal drüber hinweg. Und wir haben den nächsten in meiner Zwischenablage. Ich hoffe, ich vergesse heute mal niemanden. Das heißt, ich werde natürlich welche vergessen, weil wir es einfach nicht schaffen, diese Flut hier zu bewältigen. Aber ich habe mir den richtigen rausgepickt. Es ist der Jeff von den Monster Bros. Und 12er King, 15er Queen, das sieht gut aus. Zauber, ja, hätte noch ein bisschen was gekonnt hier im RH8 Bereich, nämlich Gift und Erdbeben. Aber der Rest der Truppen ist schon auf RH9 Niveau, sehe ich gerade. Babydrachen ist sicherlich im Kommen. Dreier Drachen, den kann man auch auf 4 machen, also viele machen direkt zu Start RH9 entweder den Golem hoch oder man kann auch den Drachen erstmal hochfahren, weil die Gegner sind ja noch nicht so super stark. Und da kann man natürlich mit Vierer Drachen auch noch sehr, sehr viel reißen. Die Base, die Base sieht schon sehr stark aus. Ich denke mal, die Def ist schon ziemlich maxed out. Hier hinten geht als letztes vermutlich der Feger hoch. Die sind ja auch bei mir. Komischerweise ganz zum Ende erst hochgegangen. Da brauche ich gar nicht nachgucken. 30er Clanburg, 220 Truppen, das ist super. Und wir sehen hier hinten auch den Bauarbeiter, der die Queen da hochknüppelt. Ja, man sieht das hier jetzt gerade so hinterm Lager, also super. Zieht die Helden hier nach und das ist eine gute Geschichte. Ist sicherlich auch eine coole Base. Ich glaube, er hat verteidigt, würde ich sagen. Das waren keine 50% hier. Also richtig coole Sache. Auf dem richtigen Weg hier der Jeff an der Stelle. Okay. So, ich habe das nächste Kürzel gefunden. Es ist der Baba Hüß. Ich weiß gar nicht, ich glaube, den hatte ich schon mal. Oder aber wir haben ihn mal bei mir im Livestream gesehen. Das Problem ist immer, dass wenn einige mir ihre Clan-Tag schicken, dann suche ich natürlich beim Spieler-Tag mich dumm und dusselig. Und das passiert hier öfter. Oder sie schreiben halt nur, ich heiße so und so. Beispielsweise im Clan Crew und heiße Kokrotweinpirat, den gab es gar nicht, es gab nur den Weißweinpiraten und solche Geschichten, aber auch sowas finden wir leider hier, nämlich Bases, ihr wisst ja nicht genau, wann ich mir eure Base anschaue, die leicht abgefarmt sind, aber Rathaus steht noch, aber na, könnten 50% gewesen sein und wir sehen ja aber eine ziemlich maxed out RH9 Base, Mauern könnten sicherlich noch ein bisschen gemacht werden, 220 Truppen ist auch absolut in Ordnung. Und die Helden- und Truppenkombi, ja, Base ist schon ein bisschen weit für die Helden. Die sollten eigentlich, wenn man so eine starke Base hat, schon jenseits der 15 sein. Also, aber ich denke mal, die holt er auch nach. Hat den Golem auf 4, das ist super. Für einen Go-Hock reicht es in jedem Fall mit den 5er-Hocks. Das ist klasse. Ich denke mal, irgendwas wird im Labor sicherlich hochgehen. Entweder der Lava-Hund oder vielleicht doch nochmal die Valkyre.
Sie ist zwar jetzt nicht mehr der super Heilsbringer, aber sie ist immer noch eine starke Truppe, mit der man sicherlich Sterne machen kann. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt im ersten Wurf sofort Glück haben wir wollen. Wir haben Glück mit der nächsten Tech und das hat er auch genau absolut so richtig geschrieben, obwohl er schon geschrieben hat, Klarname war eigentlich was anderes, aber auch hier in RH10 sicherlich noch nicht so lang. RH10, denn 10er King und 5er Queen lässt darauf deuten, dass er hier noch nicht so lange RH10 ist. Wir schauen uns die Base mal an. Sie ist auch ja eigentlich so, wie ich genauso wie ich sie erwartet habe. Es ist noch viel auf RH8 Niveau. Das ist eigentlich so super, ja, wenn es sich auch nicht so super anhört. Aber es dauert auch seine Zeit hier, gerade wenn du die Def im RH9 Bereich nachgebaut hast. Und aber kleiner Tipp, das ist eine RH9. Ja, ich nenne es immer ganz gerne Opfer Farm Base. Also die Base hier, die ist grenzwertig, muss man sagen. Denn wenn hier einer mit gar nicht mal so teuren Farmtruppen, / CW-Truppen vorbeikommt, dann ist die Base hier Asche, weil du hast überhaupt keine Riesenbomben in der Base, die werden hier irgendwo außen lungern, weil kein Platz in der Base ist und das sieht sofort jeder auf den ersten Blick. Also wer hier richtig vorbeikommt, wird hier leider auch 3 Sterne fündig und also kleiner Tipp, zieh die Helden so ein bisschen nach, guck dir mal im Internet ein paar gescheite Bases an. Dieses Design hier ist wirklich grenzwertig und ja, man sieht das Bauarbeiter gehen, aber du solltest in jedem Fall die Lager machen, denn stell ruhig einen Bob ab, der erstmal nur die Lager macht. Das sind zwar ein paar Tage, ich glaube 5 Tage ja pro Lager, aber dann bist du in 20 Tagen damit rum und hast 220 Truppen. Das sollte man in jedem Fall für ein Rathaus 9 haben. Um das Ganze wieder ein bisschen aufzulockern, denn nur Dorfbesuche sind ja auch nicht so schick, zeige ich euch heute einfach mal ein paar Anekdoten hier aus dem Bauarbeiterdorf, was mir so widerfahren ist, so ein bisschen, ja, ihr seht das, womit ich auch jetzt häufiger gemacht werde und was ich auch immer machen muss vor allen Dingen. Es sind nämlich vermehrt Bilderhall 5 und da tut man sich als Bilderhall 4, wenn man nicht eine sehr schlechte Base erwischt, die stark gerusht ist, doch sehr, sehr schwer, aber ich hatte hier einen gefunden. Ja, das ist dieser Kollege hier. Hier gucken wir uns mal meinen Reply an. Das sehe ich jetzt sehr, sehr häufig, auch in anderen Videos. Mit den 8er Babys, die sind wirklich stark. Also ihr habt gerade gesehen beim Hoch- und Runterscrollen. Das ist auch absolut meine favorisierte Armee. Und ich setze sie hier erstmal außen, dass die schön nach innen um die Base hier fliegen. Und setze immer genau dort einen Babydrachen nach, wo quasi mir jetzt einer stirbt. Und das ist jetzt wird jetzt, glaube ich, hier vorne gleich an der La sein. Genau, an der Luftabwehr, denn der Kollege hier hat auch schon 2 Stück und ich hatte jetzt natürlich Hoffnung, dass irgendwas euch hier aufs RH geht. Jawohl, da gehen sie aufs RH mit 2 Drachen. Ah, da dauert es natürlich schon wieder ein bisschen länger. Ich bin eigentlich immer froh, wenn nur einer drauf ist, der dann nämlich so wie jetzt hier gerade noch so erwischt, das Ganze in Wut macht und hat dann ab hinten dann zur Ablenkung schon mal den auf das auf den Uhrenturm geschickt, denn der Uhrenturm gibt glaube ich 5%, wenn man den macht. Und aber er hat natürlich auch viele Healpoints. Aber guck mal, 78%, das fand ich an der Stelle gut. Ich habe natürlich die Meisterhüttenplatte gesehen, habe gedacht, naja, komm, Thorsten, das wirst du in jedem Fall niemals gewinnen hier mit 78%. Der wird mindestens 2 bei dir machen und auch sicherlich knapp an die 90% oder so. Aber wir können, ich gucke mir die Wiederholung jetzt mal alle an, um echt minutiös hier bei mir die Base zu optimieren, also irgendwo Bombe Millimeter nach links oder nach rechts. Und jetzt habe ich im Moment ja auch meine Luftfall im Ausbau, das heißt also ich habe die Bogenschützentürme etwas umgestellt zur Luftabwehr vorne auf der Ecke und irgendwann ist er allerdings jetzt durch, dann geht er noch ein Level, danach kommt nur noch der Crusher, also der Zerschmetterer, und da mache ich das ganz ähnlich. Da haue ich die ganze Def vor den Zerschmetterer, weil als ich den das erste Mal im Ausbau hatte, da hat der Gegner das natürlich gnadenlos ausgenutzt, dass ich an der Stelle keinen Crusher hatte und ist grundsätzlich mit Riesen in meine Base reingekommen. Und das muss ich dann halt vermeiden. Da muss ich umstellen. Ich habe die Base hier nochmal dann halt optimiert für den Crusher. Aber so ist das hier bei mir im Moment in der Builder Hall. Und wir gehen weiter zu den Dorfbesuchen. Ich hoffe, das Format passt euch, das war kurz immer mal die
die Runde so ein bisschen auflockern, weil es zieht sich ja doch so ein bisschen. Und so viel Schnitte kann ich hier gar nicht reinbringen, wenn ich jetzt anfange, auch noch hin und her zu schneiden. Also hier haben wir den Mega Maxi YouTuber, vielleicht im Clan der Ausgleich. Er ist ein Rathaus Level 10. Okay, das ist stark gerusht, keine Frage, aber er wollte, dass ich mir ein Urteil von seiner Base und seinen Truppen plus Helden bilde. Er hat 220 Truppen, das heißt, das ist RH9 Niveau und da passen die Helden natürlich gar nicht zu dieser Base. Also da musst du dringend nachfahren. Die Infernos war ein fürchterlicher Fehler hier, denn die bringen dich im CK-Ranking mit diesen kleinen Helden und den paar Truppen ziemlich weit nach oben und das musst du in jedem Fall ausbauen. Auch deine Truppen, muss ich einfach mal so sagen, aber ihr müsst auch dann immer ein bisschen kritikfähig sein. Also das ist leider etwas gerusht, mein Freund. Und hier steht auch, der Clan ist nicht so gut, nicht wundern, wir sind gerade am Anfang. Okay, keine Rusher, jetzt muss ich nur noch den richtigen Spieler finden. Ich muss noch mal eben schauen. Kleinen Moment. Das ist, der ist hier gar nicht mehr drin. Tolle Wurst. So, ich habe ihn doch gefunden. Es ist der ein Draco hier. Mann. Jetzt habe ich doch hier so einen harten Schnitt drin. Weil hier auch wieder ein Clan-Kürzel geschickt wurde. Aber wir haben hier einen R8. Der leider auch abgefarmt wurde. Ich denke mal, das sind Pokalverluste hier. Denn hier steht auch das Rathaus nicht mehr. Aber ich glaube auch noch nicht so lange. RH8 hier an der Stelle. Jetzt muss ich mal eben schauen. Aber 200 Truppen. Und die Def kann ich ja jetzt nur erahnen. Ist noch nicht so super stark hier, zumindest was ich hier im Eck sehe. Wir klicken uns hier einmal durch. Mortar 5, der geht noch ein Level, der geht auf 6 hoch. Und wollten wir eine Kanone auf 8. Okay, die gehen natürlich alle auf 10 hoch hier im RH8-Bereich. Also da ist noch einiges zu tun. Und auch hier der Held geht jetzt Level 10 dann hoch bei Rathaus 8. Es kommt dazu der Zauber Erdbeben, den ich ja so super sehr gerne mag. Ihr habt das jetzt wahrscheinlich mal in meinen Videos gesehen. Ich habe ihn mal eingesetzt und sogar im Clankrieg. Und alles weitere, ja, dauert halt, ist sicherlich relativ frisch noch RH8 und dann wird das hier sicherlich was werden. Wir suchen uns den nächsten sofort raus. Und das ist der Emil 2 hier von der Aachener Elite, der mir das geschrieben hat. Er ist ein Rathaus. Jetzt muss ich gucken, es ist ein Rathaus Level 7, genau. Was ganz gut aussieht, was mir sofort auffällt, Mauern wurden gemacht, aber hier so ein bisschen, ja, die gehen natürlich noch ein bisschen höher. Aber ich glaube, die gehen auch jetzt erst ein bisschen höher. Und er ist auf jeden Fall auch noch nicht so lange Rathaus 7. Wir können mal gucken, wie lange. Er hat zumindest schon mal den Drachen auf Level 1. Das ist super. Also Drachenkaserne ist draußen. Und King hat er auch schon draußen. Also ich nenne das immer King aus dem Shop holen. Den hat er schon auf 2 gelevelt. Die dunkle Kaserne hat er auch schon einmal durch auf dem Niveau hier. Also super. Gleich anfangen mit Lakaien und den Schweinereitern. Also sieht ganz gut aus hier. Ich denke mal, Heiler kann man jetzt nachmachen. Und dann vielleicht erst die Farmtruppen hier hinten. Oder ja, eigentlich ja der Drache, der hier auf Level 2 geht, aber sieht gut aus hier beim Emil. Gefällt mir gut. Schöne Zeiten hier, RH7. Leute, genießt es. Das ist wirklich krass, was man hier reißen kann. Und es macht unheimlich viel Spaß. Also ist noch längst nicht so stressig wie in den oberen Bereichen. Und deswegen genießt diese Zeit da unten. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Hier haben wir den, das ist der richtige. Hier haben wir den Käsequäntchen, heißt es, glaube ich. Vom Clan Honks, das gefällt mir sehr gut, der Name, taucht bei mir im Wortschatz auf, sehr, sehr häufig auf, wenn ich mit meinen Söhnen spreche. Und auch hier ein schönes RH8, denke ich mal, King auf Level 7 ist cool. Die Zauberfabrik fürs Dunkle ist noch nicht ausgebaut, sonst wäre hier der Erdbebenzauber schon da und er ist wahrscheinlich auch noch nicht so lange. RH8 hier, das sieht gut aus, ist ja auch Kohli da. Ja, und hier gehen jetzt auch, denke ich mal, die ganzen Devs hoch. Erstmal die Bogenschützentürme hier, okay. In diesem Bereich habe ich es tatsächlich gar nicht mal so gemacht. Ich mache mal erstmal das.
Also die hätte ich mir in jedem Fall, obwohl, nö, die hätte ich mir nicht gespart. Die 2 Tage hat man einfach mal über. Oder ich weiß gar nicht, ob das im RH7 und den Bereichen drunter auch mit der Kanone so lange dauert, 2 Tage. Ich glaube aber, das ist eine Default-Einstellung. Aber sonst hier echt schon starke Mauern auch. Ist er auch schon dabei, die einzuschwärzen. Das ist natürlich richtig stark. Da hat man als RH8 immer so ein bisschen Gold für über. Aber am Ende hat man ja leider das leidige Elex-Problem, dass man nichts mehr los wird. Base ist maxed. Und aber das sieht gut aus hier. Ich denke mal, er hat auch schon die 200 Truppen. Jawohl. Ja, das gefällt mir. Und ich habe es auch, wie gesagt, mit dem 8er mal so gehalten. Wenn ich Knete hatte und einen Bob frei, wurde eine Dev gemacht. Und irgendwann ist die ist ja relativ schnell eigentlich auch durch im Rathaus-Level 8-Bereich. So, jetzt habe ich hier in meiner Textdatei noch 3 Leute drinstehen. Den kann ich nicht nehmen, also fällt schon mal einer weg, sind es nur noch 2. Und dann habe ich noch den... Da habe ich ihn gefunden, es ist der Mexican Weeks, das ist mein Albtraum in meinen Livestreams. Und ich habe ihn gefunden, ich kann den klaren Namen überhaupt nicht aussprechen, mein Freund. Sidus 2.Clan heißt das, glaube ich. Aber wir gucken uns seine Base mal an. Du bist mir ja eigentlich ein sehr, sehr Vertrauter hier. Oh, stark. 40er König und 30er Queen, das ist krass. Queen ist sicherlich jetzt auch auf dem Weg zum Max Level. Ganz im Gegensatz zu mir hat er sich dafür entschieden, die Barbaren und die Bogenschützinnen als erstes wahrscheinlich zu machen. Alles andere kann warten, ja. Ich weiß nicht, bei so viel, ich meine, bei so wenig Sternen, entweder spielst du nicht viel CK oder hast da keine Lust zu, weil eigentlich macht man erst, denke ich mal, immer so ein bisschen gemischt, also mal ein bisschen Clan-Truppe bzw. CW-Truppe und mal ein bisschen Farm-Truppe. Wir schauen mal hier, 220, die musst du auch unbedingt ausbauen. Also 240, Mensch, du bist schon so lange RH10 und hast es noch nicht geschafft, hier die Lager auszubauen, also... Große Kritik hier, die hast du wenigstens auf 35. Und jetzt musst du mal überlegen, gegen was für Gegner du antreten musst mit dieser Base, mit diesen Helden. Und dann hast du nur 220 Truppen. Also unbedingt hier die Lager ausbauen. Und ich sehe keinen Bob bei dir hier um die Lager flitzen. Das heißt, du hast meine vorherigen Folgen auch nicht geschaut. Also kannst du dir im nächsten Stream auf jeden Fall was anhören. Super Sache hier, aber auch keine schlechte Base. Wenn hier jetzt noch 240 Truppen gestanden hätten, wäre das eigentlich schon ein richtig guter RH10er hier. So gibt es einen Punktabzug in der B-Note. Super Sache hier. Jawohl, das ist erstmal der letzte, der mir hier in der Textdatei fehlte, beziehungsweise den ich in meiner jetzigen ersten Textdatei hatte. Und während wir hier, wir suchen uns einfach mal live einen Gegner. Ihr müsst mir das unter das Video schreiben. Ich werde das nochmal einblenden, wo ich das mit den Dorfbesuchen gemacht habe. Denn zwischen meinen Videos schnüffel ich jetzt nicht nach Dorfbesuchen, weil ich nehme mir einfach den Quelltext. Das ist eigentlich der Hintergrund. Ich nehme mir den Quelltext der Datei und lasse da ein Skript drüber laufen. Und das Skript spuckt mir dann irgendwann mal IDs mit Text aus und vielleicht noch 1-2 Zeilen darüber oder darunter. Das checke ich nochmal mit meinen Kommentaren. Und packt mir das direkt in eine andere Datei rein. So läuft das eigentlich. Und deswegen, wenn ihr mir das jetzt in anderen... Oh, jetzt guckt euch den Drachen an. Ja, schön, immer hinter den Barbaren her. Das war nicht mein Plan hier. Naja. Wir holen ein paar Prozente. Mal sehen, ob wir nicht das dicke Lager noch mitnehmen können. Und jetzt den Bogenschützenturm gleich vielleicht nach dem Lager hier mal sehen. Also wie gesagt, ich kann mir das da nicht rauspicken. Ich gucke nochmal so hier und da rein. Aber es sollte schon unter den richtigen Thread liegen. Und ich werde das dann wieder ankündigen. Dann könnt ihr mir das da wieder reinschreiben. Da müsst ihr halt einfach nur geduldig sein. 70% habe ich hier schon. Das ist ja krass. Alles außenrum, aber trotzdem 70%. Okay, jetzt gucken wir mal, wie er sich schlägt. Mal schauen, wie er sich schlägt. Also das ist sein Profil hier. 50%, okay. Er hat schon den Helden und er hat 4er Drachen. Okay, er wird in jedem Fall mit Bodentruppen kommen. 8er. 8er, was sehe ich da? 8er Riesen, 8er. Barbaren. Ja, mal gucken. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wie das am Ende wird. 75%. Okay, da hat er leider schon einen mehr als ich. Tolle Wurst. Upgrade completed, Bomber Level 3. Oh, ich habe meinen Bomber auf Level 3. Hier mitten in einer Folge.
Das ist natürlich auch super. Und ja, hat er sich echt lange Zeit gelassen. Tolle Wurst. Wahrscheinlich hat das so lange gedauert, weil, schätze ich mal, am Ende der Held so lange gebraucht hat, weil der auf 1 macht er ja wirklich behende Schaden. Und wenn der sich natürlich hier noch durch Mauern durchknüppeln muss, dann dauert das extrem lange. Aber ich gucke mal, wie er es eigentlich gemacht hat. Okay, er ist voll über den Crusher gekommen. Er hat nur Riesen. Ach, der hat nur Riesen genommen und den Dicken dahinter. Alter, das ist ja auch Hammer. Okay, das ist natürlich auch ein Grund, warum die so lange gebraucht haben. Die Kombi habe ich hier noch gar nicht betrachtet. Muss ich mir merken. Das ist ja Hammer. Naja, okay. Gegen so eine Opfer-BH4 dann hier. Keine Chance. Okay, das sind die 100%. Das sparen wir uns. Und ich hoffe, euch haben trotzdem die Dorfbesuche hier gefallen. Und wie gesagt, die ich jetzt vergessen habe, ihr könnt mir das nochmal in das andere Video reinschneiden. Ich habe da irgendwo einen Schnitt drinne. Nehme mir leider immer den Quelltext und filter den aus. Und deswegen nicht zwischen meine Videos irgendwo schreiben. Ich meine, klar, ihr könnt einen Kommentar schreiben. Aber ich übersehe das dann auch gerne, wenn einer schreibt, Hashtag Besuche, mach mal. Ich rufe da dann wieder zu auf. Es wird da wieder ein Video zu geben. Und da könnt ihr das dann runterpassen. Ich würde sagen, macht euch einen schönen Sonntag. Bis dahin, euer Toto. Flashed.